Hallo, Hallo, Test 1, 2, warum 3. seid ihr so leise? Leise. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast, zur neuen Episode vom Kinocast, besser gesagt. Nummer 652. Und ich begrüße erstmal das gerade noch so nicht mehr Geburtstagskind Kate. Hallo. Hallo. Und den Chris, hallo. Hallo. Hast du eigentlich die Schnatze gebaut, Chris, für die Kate? Nein. 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 Es war eine Freundin, die Ach Ellie. so. Ja. Ja, da kennt sich der Chris eben nicht aus. Er hat Harry Potter nicht geguckt, ne? Ey, ich hab das sofort erkannt. Ich hab, ey. Aber auch nur, weil er die Lampe hat, oder? Ey. Und ich hab auch gesagt, oh, der Schnatz, der kommt direkt in den Mund. Okay. Bäm, Erik. Hier, nimm das. Nimm Okay. das. Okay. Wer wissen möchte, worum es geht, muss mal bei der Kate auf Instagram folgen. Dann kann er mal sehen, was da zum Geburtstag gebastelt wurde. Könnte die Kate vielleicht dazu auch noch kurz was sagen, wie toll der Chris das erkannt hat? Ja, ganz toll. Aha. Aber der Chris ist auch ganz toll, weil der hat mir nämlich auch einen Hogwarts-Schulranzen gekauft. Also ein Rucksack, ist kein richtiger Schulranzen, aber ist ein Rucksack von Hogwarts. Und der ist sehr, sehr schön. Ist ja von einer bestimmten der Gilden da, oder? Nee, von Hogwarts selber. Ach Also so. ist nicht auf Gryffindor oder so bezogen, sondern Hogwarts an sich. Kannst du selber noch Aufnäher drauf machen von Ja, das sind schon von Haus aus Buttons drauf Ah. und ein Aufnäher ist auch drauf. Und der ist sehr, sehr geräumig. Also da passt richtig viel rein. Ja, der wird jetzt auch mein neuer Tagesrucksack. Also wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich immer einen Rucksack dabei. Ich habe schon umgeräumt. Der ist Aha, echt schön. sehr gut. Ich nehme auch immer einen Rucksack. Das Kann man tickt. mal, muss man nicht mehr die irgendwas in der Hand nehmen oder umhängen. Da läuft man mal komisch, wenn es dann so schwer auf Ja. einer Seite ist. Rucksack ist ja Darf ich ja eh praktisch. nicht Ja. machen. Gut, wir haben ein paar Filme mitgebracht und Serien sogar ein bisschen was, sehe ich gerade. Bisschen was. Und als erstes besprechen wir den Film One Night in Miami, den es auf Amazon Prime gibt, nachdem wir immer sehr viel auf Netflix geschaut haben und auf Kino on Demand, habe ich gedacht, ich gucke mal, was es da so Neues gibt. Und es ist ziemlich gut bewertet worden und auch ganz gut besprochen worden, der Film. Und mal sehen, vielleicht bekommt er sogar so Biopics oder überhaupt so historische Filme. Es ist ja kein Biopic in dem Sinne, weil das hat ja so nicht wirklich stattgefunden damals. Die haben ja immer ganz gute Chancen, auch bei den Oscars. Vielleicht sehen wir da ein bisschen was wieder dann. In One Night in Miami geht es darum, dass sich nachdem Cassius Clay einen Boxkampf bestritten hat in Miami und in derselben Stadt befinden sich gerade auch noch Malcolm X, Sam Cooke und Jim Brown. Die treffen sich alle in einer Hotelsuite und reden über die aktuelle Situation. Da geht es nicht nur, natürlich hauptsächlich auch um das Thema der Schwarzen in Amerika, der Unterdrückung, der Situation, in denen die einzelnen Personen gerade stecken, also wie sich manche damit arrangiert haben, mit diesem System der Unterdrückung und da vielleicht ihren Weg gefunden haben und andere vielleicht auch so Auswege aufzeigen wollen aus dieser aus diesem Dilemma, in dem die Schwarzen damals gesteckt haben, die halt extrem unterdrückt waren, was halt am Anfang auch symbolisiert wird dadurch, dass zum Beispiel ein sehr bekannter Footballspieler, der wird zu jemandem eingeladen, aber darf halt nicht bei ihm ins Haus reingehen, weil Zitat irgendwie Neger dürfen nicht ins Haus oder so. Also ganz, Ja, er nimmt du ihn weißt ganz doch, wir lassen keine Nigger ins Haus. Entschuldigung, es war jetzt ein Zitat, ich das sag sowas nicht. ganz, ganz freundlich in Empfang genommen, auf der Veranda mit ihm geredet, und dann darf er auch nicht ins Haus. Und Ja, wir sind das, immer für dich da. Wenn du genau, was das brauchst, wir sind immer für dich da. symbolisiert das eigentlich ganz gut die Situation damals. Also, und die vier treffen sich halt hier und das Ganze basiert auf einem Theaterstück, was ich zeitweise während des Films gedacht hatte, so, ey, das ist fast wie ein Theaterstück, weil es spielt sich sehr viel in einem Raum ab, nämlich in dieser Hotelsuite. Und die Dialoge, die da geschrieben wurden, das war auch so ein bisschen, na, leicht theatralisch, also viele so Monologe, wo einer nur zuhört und dann der andere einen Monolog hält. Und das waren jetzt teilweise nicht so richtige Gespräche, sondern eher so ein
Verkünden von Statements und dann Reaktionen von anderen darauf. Und ja, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft davon, vielleicht ein bisschen mehr Schärfe. Wir haben ja schon diverse Verfilmungen gesehen von Theaterstücken. Ich denke da nur an Gottes Gemetzels oder sowas, wo halt wirklich es auf die Spitze getrieben wurde. Oder selbst dieses mit der Lehrerin da, Frau Müller muss weg oder wie das hieß. Das sind ja ganz andere Themen. Also. Ja, klar, aber es ist halt auch nichts anderes, als Leute reden miteinander und reden auch über die aktuelle Situation und dann entwickelt sich da so viel draus. Hier ist es eher so ein Zeitporträt, was so eingefangen wird von den einzelnen Personen auch und ja, von der allgemeinen Situation. Es ist aber wenig, ja, irgendwie krasse satirische Überspitzung oder, ja, was weiß ich, stark revolutionäre Strömungen, die da reinkommen. Es ist halt eher so ein Sittengemälde von der damaligen Zeit, fand ich. Was ich ein bisschen schade fand. War teilweise so ein bisschen langweilig manchmal. Ja, nicht nur zeitweise. Manchmal. Ein bisschen. Also ich muss jetzt da einhaken. So wichtig diese Themen auch sind, die da besprochen werden und so wichtig auch es ist, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät und dieses, das auch bildlich darzustellen, wie es halt früher war, desto langweiliger war der Film. Also ich fand es ganz, ganz öde. Also mir hat der Film überhaupt nicht gefallen. Also schauspielerisch fand ich ihn okay. Ich fand ihn viel zu langatmig, viel zu viele Monologe. Ich bin irgendwie auch nicht, also ins Thema reingekommen, ist jetzt falsch gesagt, aber mich hat der Film überhaupt nicht berührt, überhaupt nicht. Also ich glaube, hätte ich nicht vorher einen Kaffee getrunken, wäre ich eingeschlafen. Es ist echt so. Wie bei einem langweiligen Fußballspiel, da schlafe ich auch immer ein. Konnte, glaube ich, zu wenig connecten mit den Personen. Ja, also wir haben diese Themen mit diesen Aufruhen wie Schwarze damals behandelt wurden und so, haben wir in schon vielen Filmen gehabt und in vielen Filmen viel, viel besser gehabt und auch interessanter gestaltet, wo du dann wirklich dem Erzähler fast schon an den Lippen geklebt hast und ihm zugehört hast, weil das, was er gesagt hat, so interessant war und gut erzählt und spannend fast schon. Ja, selbst bei einem ruhigen Thema. Aber bei dem Film, nein, nicht meins. Ich überlege gerade, wie der Film hieß, den wir mal in der Sneak Preview hatten, wo da welche irgendwie, wo dann so ein ganz fieser Polizist war, der dann noch irgendwie die Leute irgendwo gefangen genommen hat und irgendwie verletzt hat in dem einen Haus oder so. War das Detroit? Gab es das mal? Detroit, so ein Film? Das ist schon eine Weile her. Aber selbst Malcolm X, der Film selbst, ist wesentlich spannender als hier. Man denkt, die Personen kommen zusammen. Vielleicht hätte es auch mehr gebracht, wenn die Personen, oder wenn das wirklich eine Geschichte gewesen wäre, die so stattgefunden hat. Aber wenn man genau weiß, es ist eigentlich nur erfunden und dann fragt man sich, okay, warum? Was ist jetzt der Zweck dahinter? Weshalb hat das jemand erfunden? Weshalb hat das jemand aufgeschrieben? Und da kommt jetzt für mich nicht so der richtige die richtige Agenda zum Vorschein, wo ich sage, okay, also wegen dieser starken Aussage und wegen dieser treibenden Geschichte hat jetzt jemand das so erfunden, die Personen so zusammengebracht, die so nie zusammen waren in dem Moment. Aber das war es halt einfach nicht. Es ist halt wirklich nur so ein Sittengemälde eigentlich von der damaligen Zeit. Ja. Ich fand es echt, also es hat irgendwie, war relativ vielversprechend, dachte ich. Aber es war zu viel Text. Es ist irgendwie in sich dann irgendwann für mich auch in sich zusammengefallen. Ich fand es echt schade, weil durchaus der Film vor Potenzial gestrotzt hat, aber ja, hat mich leider da überhaupt nicht abgeholt, weil definitiv zu viel Text. Ich denke, es ist so ein Film, der sehr viel Diskussionsgrundlage liefern kann, wenn man möchte, aber ja. Wir haben auch irgendwie starke Bilder gefehlt in dem Film und ich denke, darauf kommt es an. Also das, ich glaube, das ist jetzt richtig, richtig gemein und böse, aber ich glaube, wenn man den Film sich einfach nur anhört, hat man halt eine längere Podcast-Folge zu dem Thema und eine erzählte Geschichte und es würde fast genauso funktionieren. Das ist jetzt richtig gemein, aber so kam es mir einfach vor. Ja,
Genau, weil die Bilder, die haben sich halt doch sehr geglichen. Also halt immer in dem Hotelzimmer, und wenn man wusste, wer da gerade mit wem redet und so, ja, also dann hat es eigentlich die Bilder jetzt nicht gebraucht. Es war jetzt nicht irgendwie so ein starkes Bild dabei, wo man gesagt hat, ja, Malcolm X ruft hier nun zum Kampf auf oder sowas. Und ja, letzten Endes auch die Geschichten, die da so untereinander, ich weiß nicht, Sam Cooke halt und, ach, ich weiß nicht, also vielleicht in einer bestimmten Community, die vielleicht die Personen extrem verehren oder eine davon extrem verehren, da funktioniert der Film wahrscheinlich sehr gut. Und ich glaube, schauspielerisch war es halt auch ganz gut, so wie die einzelnen Personen nachgeahmt wurden von ihrer Art und Weise. Deswegen hatte ich ja gesagt, so als Nebendarsteller Oscar-Nominierung werden wir vielleicht da ein bisschen was sehen. Aber sonst so als Gesamtfilm, war reichlich schwach, fand ich. Deswegen, ich habe nochmal nachgeguckt, was ich bei Letterboxd gegeben hatte. Ich war jetzt gerade sogar mit Abstand noch ein bisschen schlechter als ich bei Letterboxd, aber ich halte mich da mal dran, da habe ich 5,5 gegeben. Und also so viel, weil das ist auch so ein Film, ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht nochmal angucken. Ich habe den jetzt gesehen und der geht auch 2 Stunden und das muss es einfach nicht sein. Ja, vollkommen richtig. Ich muss den definitiv kein zweites Mal sehen und ich bewerte ihn noch schlechter wie du. Ich gebe ihm 3 Punkte. Eigentlich nur wegen der schauspielerischen Leistung, weil die war gut. Ansonsten war's das. Ja, ich bin bei 5 Punkten, weil ich sage, es ist ein wichtiges Thema. Ja. Und das war's auch schon. Aber es hat mich hat's einfach nicht gecatcht. Punkt aus Ende. Ist aber so ein Film, ich glaube, so von der Art her und von der, also ist jetzt kein Big-Budget-Film, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Film, den hätten wir durchaus auch in der Sneak erwischen können. Ja. So von der Art her. Ja. Ja. Aber gut, jetzt haben wir den selber uns auferlegt. Ich beziehungsweise. was haben wir denn nächste Woche, was wir durchstehen müssen? Mal gucken. So, wir haben uns für nächste Woche für den Film Die Wandernde Erde entschlossen. Die Wanderhure entschlossen. Entschuldigung. Nein, die Wandernde Erde. Menschenskinder, ey. Ich dachte jetzt hier One Night in Paris machen wir jetzt hier. Ja. Die Wanderhure mit Alexandra Nelsel und die Rückkehr der Wanderhure. Ja. Ach, die Alexandra. Ist einer der erfolgreichsten chinesischen Sci-Fi-Filme. Er hatte mehr Besucher als die Marvel-Filme. Also kann man so doch da mal reingucken. Verrückt, gell? So, ja, und den nächsten Film, den hat sich der Erik auch schon ausgesucht. Den gucken wir auch auf Netflix. Aber der Erik hat keinen Tipp hinzugeschrieben. Ja, dann lass dir mal was einfallen. Spontan ich weiß nicht, um was es da nicht. Ich weiß doch gar nicht, um was es da geht. Ich habe mir den Trailer noch nicht angeguckt. Aber du hast doch bestimmt den Trailer angeguckt. Dann lass dir doch mal was zu dem Darsteller einfallen. Den kennst du doch aus anderen Filmen. Vielleicht fällt dir da ein Tipp ein. Beast? Ist es nicht der? Nein? Meine Freunde, hilf mir doch mal! Nö. Das ist doch um Erik sein Tipp! Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Achso, ich der, bin hier nur für die gute Laune zuständig. Der Flattermann. Der Flattermann, okay. Der Flattermann ist der Tipp. So. So, ich habe gerade parallel noch schauen wollen, ob der überhaupt noch bei Netflix läuft. Also er läuft seit dem 15. Januar bei Netflix, ja. Müsste also noch laufen. Okay. Schauen wir mal. Ich trage das auch mal ein hier. Sehr gut. Flattermann. Kate war schon fleißig, hat schon für die nächsten 2 Wochen für hochwertiges Material gesorgt, was hier in der Liste steht. Dann können wir also, wenn der chinesische Sci-Fi-Film, wenn er nichts ist und wenn der Flattermann nichts ist, dann können wir uns auf gute Sachen freuen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Möglich. Aber jetzt erstmal zu den Heimkino-Geschichten hier. Heimkino. Was war jetzt laut? Hi. Ich bin ein bisschen laut, schwerhörig. Hallo? Ich kann euch gerade nicht hören. Ich bin gerade taub. Klingelt in den Ohren. Also, wir hatten eine Rezensionsdisc für diese Woche eingeplant. Der Film heißt The Outpost und kommt mit Vorschusslorbeeren. Nämlich, Zitat, ein von US-Kritikern gefeiertes Kriegsdrama, hochkarätig besetzt mit Scott Eastwood, Caleb Landry Jones und Orlando Bloom.
Die TV-Movie hat geschrieben, authentisch, spannend und erfreulich unpathetisch. Dazu kommen wir gleich, ob das stimmt. Die Outpost zählt zu den besten Kriegsfilmen der jüngeren Zeit. Ja, basierend auf wahren Begebenheiten. Ach, hier steht ja sogar die Beschreibung, kann ich ja. Afghanistan am 3. Oktober 2009. 400 schwer bewaffnete Taliban-Kämpfer greifen den US-Außenposten Keating nahe der Stadt Kandesh an. Es kommt zu einem der blutigsten Gefechte im Afghanistan-Konflikt. Eingekesselt von mehreren hundert Taliban ohne jegliche Unterstützung kämpfen 54 US-Amerikaner, darunter die Soldaten sowieso, 12 Stunden lang auf verlorenen Posten, um ihr Überleben. Die Anführungszeichen Schlacht von Kandesh gilt bis heute als eine der blutigsten Auseinandersetzungen im Afghanistan-Krieg und ging als eines der erschreckendsten Beispiele für militärisches Versagen in die US-Geschichte ein. Das sehen wir jetzt hier in diesem Film, den gibt es auf Blu-ray. Der ist erhältlich ab dem 28. Januar 2021. Also seit dem 28. Januar. Ja, genau. Ich habe jetzt blöderweise vorgelesen hier. Also seit dem 28. ist natürlich richtig. Und wir haben ihn gesichtet und es geht genau darum, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Der Film ist auch sehr lang. Der geht auch irgendwie 2 Stunden, glaube ich. Ja. Und ich habe mich am Anfang sehr schwer getan mit dem Film, weil am Anfang war sehr viel Army-Trash-Talk und so kurze Szenen, wo man irgendwie das Leben in diesem Camp sieht und irgendwelche Leute kommen und gehen und dann haben sie irgendwelche Missionen und irgendwelche Einheimischen, die mit in ihrem Camp integriert sind, die irgendwie den Kontakt halten sollen und dann gehen sie auch immer mal raus zu den, ja, zu den Einheimischen in dem Dorf, um mit denen irgendwie sich gut zu stellen, irgendwelche Hilfsprojekte anzuleiern, damit die sie auf ihre Seite ziehen, aber das Ganze ist halt wie häufig, wenn die US-Amerikaner irgendwo unterwegs sind in den Regionen, das klappt halt alles nicht so richtig und diese Hilfsprojekte, die kommen auch nicht, also sie werden halt immer nur versprochen und kommen nicht und irgendwann wendet sich halt diese Zivilbevölkerung dann auch gegen ihre, in Anführungszeichen, Besatzer. Und jetzt kommen wir gleich mal zu diesem Thema hier unpathetisch. Das war ja wohl, der Pathos hat ja wirklich aus jeder Ritze hier getrieft, hier bei diesem ganzen Film. Also ich so, nein, ich hole ihn raus, da, wir müssen ihn retten und wir müssen das und wir müssen uns aufopfern. Eieiei. Und ich meine, Orlando Bloom steht hier prominent mit drauf. Kleiner Spoiler, der ist nicht lange dabei. Und vor allem so unspektakulär. Ja, aber das wiederum fand ich ganz okay, dass man eben sieht, okay, da passiert eben echt viel und es gibt halt auch so Major Deaths und so, wo du denkst, okay, dem passiert jetzt nichts. Und Major Deaths. So wie bei der Hand, wo die Hauptdarstellerin, mit der beworben wird, innerhalb von 10 Minuten tot ist. Ach, die Hand. Ach so. Die okay. Hand, weißt du das noch? Ja, ja. Die Hand, ja. Ich war grad, die rechte oder die linke Hand? Ich war gerade bei der Hand, also richtig die Hand. Nein, Hand. Ja. Ich habe gerade überlegt, bei Game of Thrones hieß da auch jemand Hand. Deswegen war ich gerade irgendwie falsch unterwegs. Ja, am Anfang diese Zusammenschnitte, das zeigt halt auch ganz gut das Leben in so einem Camp, was halt durchaus von Tristesse geplagt ist, wenn da nichts los ist. Und zieht sich halt am Anfang sehr, sehr stark, dieser ganze Bullshit, der da, den die da so verzapfen und ja, dieser Trash-Talk und ja, hier, gib mir mal das Bild von deiner Frau und zack, zack und ganz teilweise unerträglich und dann schwenkt das natürlich, wo es dann langsam brenzlicher wird, bis hin zu diesem Gefecht, was dann wirklich fast bis zum Ende des Films dann geht, wo ich gedacht hatte, boah, also das ist jetzt ein ziemlicher Bruch zu dem, was man am Anfang gesehen hat. Also am Anfang war alles eher so Low-Budget-mäßig, wo ich dachte, okay, in welche Richtung geht denn das jetzt? Und dann wirklich die Kämpfe, die ziehen sich extrem lang und es explodiert wahnsinnig viel, es wird viel geschossen und dann halt auch immer dieses pathetische Zeug und so. Ich glaube, für so eine Zielgruppe, die so Militaria und sowas mag und so militärische Sachen oder die auch gern so Kampffilme gucken, das ist definitiv hier kein Antikriegsfilm, wie man es ja so ja, häufiger auch mal sieht, sondern das ist wirklich ein Kriegsfilm. Also hier geht es wirklich eher darum, um den Krieg an sich darzustellen und kritische Töne gibt es hier relativ selten. Okay, es sterben Leute, aber das wird alles so pathetisch abgefeiert. So, ja, er hat sein Leben gelassen. Also, alles wird gut. Ja, und deswegen, also ich habe mich da schwer getan. Ich mag das
eher nicht so, wenn so ein Film wirklich so völlig unkritisch, so dieses reine Kriegerische. Und dann mochte ich auch nicht dieses ganze, diese ganzen rassistischen Untertöne, die da mit drin waren, die natürlich wahrscheinlich dann vorkommen, wenn die da irgendwo entsendet werden. Und das sind ja auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, die da in solche Gegenden geschickt werden von der Armee und so, dass die dann natürlich auch nicht gerade besonders divers unterwegs sind und so. Ja, hab mich sehr schwer getan mit dem Film. Finde aber, der war so rein von den Kampfszenen, war der ganz gut gemacht. Also ich muss auch sagen, mir hat der Film dann angefangen, also gefallen ist falsch gesagt, aber ich fand ihn dann angenehmer zu schauen, als die Action losging. Es ist einfach so. Ja. Vorher war das wirklich dieses, die hocken da im Camp, wie du schon sagst, Trash-Talk, dann kommen plötzlich Schüsse von überall und sie müssen dem ausweichen, schießen zurück und in der nächsten Szene hocken sie wieder da, als wäre nichts gewesen. So. Und oder dann sind sie auf Erkundungstour irgendwie am äußeren Gebiet und da geht eine Sprengfalle hoch, ja. Und der eine, der ist halt live dabei und weiß genau, sein Kumpel, also sein Kollege ist jetzt hier gerade draufgegangen. Und dann fällt ihm so ein, quasi, dann muss er damit halt erstmal zurechtkommen und sagt dann auch so vor sich hin, dafür habe ich mich nicht gemeldet oder deswegen bin ich nicht hier. Das ist also so ein ganz leichter Anriss von Kritik an diesem ganzen Kriegsdings, weil viele, glaube ich, sich freiwillig für solche Sachen melden, aber eigentlich gar nicht wissen, was da auf sie zukommt, weil das immer so, wie du schon sagst, so pathetisch alles dargestellt wird und so patriotisch alles ist und du bist ein Held, wenn du in den Krieg ziehst, aber was dich dann dort wirklich erwartet und wie dich das dann hinterher kaputt macht, wird halt nicht erzählt im Voraus, ja, und das sind die, weiß nicht, die Leute das dann verdrängen, also ich glaube, da ein oder zwei Szenen, die fand ich am Anfang doch relativ schockierend. Und dann der große Angriff an sich, fand ich, war gut inszeniert. Ja. Dieser eine Schauspieler, der eine Junge, der Carter, der mit diesen intensiven blauen Augen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das ist der einzige, den ich in seiner Uniform auch immer wieder erkannt habe, weil ja ständig irgendwelche neuen Schauspieler dazu kamen. Der, fand ich, hat es echt gut gemacht. Aber ansonsten, ja, ist halt deswegen, ist ein typischer Kriegsfilm. Deswegen haben die auch so Uniformen an, da sollen halt alle irgendwie gleich sein, ne, mit Uniformen und so. Und soll halt ja, du hast die halt auch nicht erkannt. Die haben alle kurz geschorene Haare. Der eine sollte irgendwie einen indianischen Hintergrund haben. Hast du nichts von gesehen in seinem Gesicht. Und sobald er den Helm auf hatte und der andere den Helm auf hatte, wusste ich nicht mehr, wer welcher war. Der einzige, den ich erkannt habe, war der Carter, weil dem hast du in seinen Augen erkannt. Das war's. Aber sonst, ich habe nicht mal im ersten Moment Orlando Bloom erkannt. Ja, mit seinen kurzgeschorenen, also mit seiner Platte. Ja. Ja, und ja. Da möchte ich jetzt extremst ganz kurz reingrätschen. Weil genau das ist das, was ich in dem Film so erschreckend auch fand. Weil das einfach extrem gut dargestellt ist, weil für die älteren Leute, die jungen Leute in den Krieg schicken, wie es halt immer ist, sind das auch nichts anderes als völlig austauschbare und quasi familienlose oder seelenlose Menschen, die da halt in den Krieg geschickt werden. Weil wir haben ja genug von denen, das wird schon irgendwie da geregelt werden. Deswegen fand ich das relativ erschreckend gut dargestellt mit, okay, die sind eigentlich alle austauschbar und alle neu platzierbar. Warum atmest du da so schwer, Kate? Ja, weil ich nicht glaube, dass das die Intention war hinter den bei den Machern, dass das so dargestellt wird. Ich glaube, das interpretierst du jetzt nur rein. Ich glaube nicht, dass sie das so wollten, dass man das so sieht. Unser ganzer Podcast ist unsere Interpretation von Filmen. Ja, aber bei manchen weißt du ja einfach, okay, das war so gewollt. Ja, okay. Aber ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Ich unterstelle das jetzt einfach mal wohlwollend, wie ich bin, ich das einfach mal den Machern, weil, wie gesagt, ich das schon erschreckend fand. Ich fand das am Anfang, also wie das losging, der ganze Film, ich fand den unfassbar lahmelig und ich saß wirklich dran und habe gedacht so, ja, aber jetzt mal unter uns, was juckt
mich denn der Scheiß? Was brauche ich denn das? Will ich das wissen? Und das ist genau darauf abgezielt irgendwo gewesen, irgendwie so, ja, pff, ist egal, ist auch für uns egal und hier. Und der versucht am Anfang, der Film so ein bisschen den Alltag von dem Camp wieder zu spiegeln. Und das allerdings auch gleichzeitig mit so ein Stück weit fehlender Tiefe und auch wieder Gleichgültigkeit, wie es halt wirklich so abläuft. Und wie der Erik das auch schon gesagt hat, diese rassistischen Bemerkungen die ganze Zeit, diese homophoben Bemerkungen, die mir auch extrem auf den Sack gingen. All das ist alles mit drin. Und wer kein richtiger Kerl ist, der ist eh eine Schwuchtel und was weiß ich, was solche Sachen. Fand ich super anstrengend. Aber ja, der Film dann nach etwas mehr wie eine Stunde, als dann der Überfall endlich losgeht auf das Camp, ab da nimmt er eine komplett andere Richtung ein. Und das Gefecht, wie es dargestellt ist, das fand ich sehr, sehr stark. Das fand ich auch von den Bildern her sehr stark gemacht. Nur, dann kommt jetzt ja wieder dieses große Nur und am Ende dann wieder zurück zu verfallen, um nochmal zu zeigen, wie zerbrechlich die Soldatenseele ist. Und das fand ich dann leider ein Stück weit unglaubwürdig. Aber dieser ich nenne jetzt mal liebevoll den Mittelteil, der zur großen Schlacht führt dann, das fand ich erschreckend gut dargestellt. Und die hatten ja wirklich, die waren ja wirklich tierisch aufgeschmissen eigentlich. Und da kam dieses Ganze raus. Du konntest mit keinem der Soldaten irgendwie, fand ich jetzt, konnte ich irgendwie eine persönliche Bindung oder sowas aufbauen oder sagen, oh Gott, jetzt hat's den erwischt oder oh nein, jetzt hat's den erwischt oder. Wie es halt oftmals in so Filmen ist, wo du dann so eine Bindung halt hast. Hatte ich jetzt in dem Film gar nicht. Und wenn das Ziel war von dem Film, dann Respekt, das haben die gut erreicht. Aber ansonsten bleibt halt eine absolut hirnrissige Aktion oder hirnrissige Sache mit diesem Kriegs-Scheißdreck da immer von den Amis mit, wie der Erik es auch gesagt hat, triefen vor Pathos. Und ja, das fand ich halt schade. Das ist halt, war halt auch militärisch völlig Unsinn da, dieses Camp da zu installieren, ne? Links und rechts überall diese Anhöhen. Und ich meine, dann muss man halt auch wirklich sehen, dass man mit den Einheimischen irgendwie gut klarkommt, ne? Dann, das haben sie probiert, aber das war ja lächerlich. Also. Aber das war ja dann auch wieder so in der Art, so wie, ja, ach, die sind ja alle doof und so, ne? So nach dem Motto. Und ja. Dann haben sie ja irgendwie versucht, die da zu übervorteilen. Und, irgendwie. Also bei mir ein bisschen gemischte Gefühle bei dem Film. Ich mag halt doch eher, wenn die kritischen Töne besser rausgearbeitet sind. Hier wittere ich so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt solche, ich sag mal so, kriegsgeile Leute, die, was weiß ich, den ganzen Tag irgendwie Call of Duty spielen und dann sagen, boah, ich höre hier Amerika und ich melde mich dann irgendwann freiwillig und so, dass die den Film abfeiern deswegen, ja, weil es da richtig abgeht. Deswegen von mir bekommt der Film 5 Punkte. Weiß nicht, wie ihr. Ja, ich bin auch bei 5 Punkten. Ja. Also ich muss nochmal korrigieren. Also ich bin bei, doch gar nicht. Ich bin bei 6,5, weil wie gesagt, ich fand den Anfang einfach so, oh, aber dann dieses Gefechtsteil, das fand ich gut dargestellt und dann hinten raus wieder, oh. Und nochmal wohlwollendster Grund ist, ich unterstelle denen, dass die das genauso darstellen wollten und dann ist es cool gemacht. Oh. Okay, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, seit dem 28. Januar könnt ihr euch davon selber überzeugen. Digital in diversen Streams ist es seit dem 18. Januar schon verfügbar. The Outpost war das. Überleben ist alles, heißt der Film. Und auch wenn Orlando Bloom hier präsent auf dem Cover ist, ist etwas Vorsicht geboten. So, und für nächste Woche haben wir die Rezensionsdisc bekommen, die heißt Vigil, die Totenwache. Und da bin ich auch mal gespannt drauf. Oh ja. Und jetzt schauen wir mal in den Bereich Serien. Serien. Müssen wir da einen kleinen Spoiler vorschieben jetzt? Ja, ne? Ich glaube schon. Wir reden jetzt mal über die neue Folge von WandaVision. Neue Folge heißt die 4. mittlerweile, glaube ich, ne? Ja, 4. Achtung. Achtung, Spoilerwarnung.
vierte Folge, die habe ich ja ein bisschen vor euch geguckt gehabt, ne? Aber ja, dann schon mal ganz vorsichtig angetastet, ob ihr es schon gesehen habt, denn ihr hattet es noch nicht gesehen, deswegen, wir reden jetzt das erste Mal drüber, ja. Und? Ja. Oh, das war schon sehr nice. Das war schon sehr nice. Also was mir halt einfach gefallen hat, ist, dass wir jetzt aus diesem Konzept dieser Television-Serie raus sind, in der Wanda und Vision drin sind. Und jetzt um dieses, warum ist das überhaupt so, gekommen sind. Und ich finde sehr, sehr, sehr toll, dass hier die eine hübsche Darstellerin jetzt auch einen richtigen Namen hat. Dr. Darcy Lewis. Nein, die meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht Kat Dennings. Nein, ich meine die Tochter von der Freundin von Captain Marvel. Wie heißt sie denn mit Nachnamen? Mentes Kinder. Rambeau. Monica Rambeau. Monica Rambeau. Fiona Paris. Und das finde ich wieder so einen schönen Kniff in der Serie oder in dem ganzen Universum, dass auch solche Namen wieder auftauchen. Ja, grundsätzlich finde ich einfach gut, dass es jetzt aufkommt und dass wir auch jetzt wissen, wann genau das Ganze ungefähr spielt. Ja, ich weiß nicht, wie fandet ihr die Folge? Ich fand es sehr schön, dass man auch mal gesehen hat, was nun jetzt passiert ist, nachdem die Leute von dem Fingerschnipsen da so aufgelöst wurden, die ja dann plötzlich verschwunden sind und dann sind die ja irgendwann dann auf einmal alle wiedergekommen, was das drei dann für Jahre Chaos später verursacht hat, weil die natürlich da in Anführungszeichen gespawnt sind, wo sie damals verschwunden sind und so. Wobei ich mich dann auch frage, was wäre jetzt, wenn da jemand genau am gleichen Ort sich gerade befindet, wie jemand, der da gerade spawnen will oder so. Das, ja, dann wird es schon spannend. Ja, ich meine, aber du hast es ja gesehen, da kam ja diese Aschewolke kam ja und ich glaube, wenn du jetzt da gerade bist und vor dir taucht plötzlich oder eine Aschewolke um dich rum auf, dann guckst du auch erstmal doof und machst wohl einen Schritt zur Seite. Aber das fand ich cool, weil es hat damit nämlich eigentlich auch mal gezeigt, wann, zu welchem Zeitpunkt also WandaVision spielt. Also nach Endgame. Kurz nach dem Endgame, ja. Kurz nach Endgame muss es dann gewesen sein. Oder halt parallel zum Finale von Endgame, kann ja auch sein. Nicht unbedingt parallel, weil Wanda ist ja beim Endgame dabei. Also ich denke mal, der Endgame ist passiert, Tony hat geschnipst, alle sind wieder aufgetaucht und dann hast du ja bis von diesem Auftauchen, bis Rambeau dann in der SWORD-Filiale oder Niederlassung auftaucht, sind ja bestimmt 2-3 Wochen vergangen. Ja, weil die muss sich ja auch erstmal wieder einleben, was jetzt passiert ist und so. Ja, wobei du gerade den Faktor Zeit ansprichst und das finde ich super spannend, weil wenn man nämlich überlegt, der Typ in dem Schutzanzug, der da reinkrabbelt. Ja, sehr also geil gemacht. Der da unten reinkrabbelt. Also so, ich muss vorne rausschicken nochmal, ich finde das so geil gemacht mit dem Wechsel von 4:3 auf 16:9 immer. Das, ja. Das ist richtig, richtig geil eingesetzt einfach. Und dann, wo der Typ da reinkrabbelt, der krabbelt ja relativ früh da rein und taucht dann aber in den 60er Jahren ja auf. Ja. So, wie lange hat er für diesen Weg gebraucht? Also wie schnell verstreicht also die Zeit auch in Westview? Weil wenn man überlegt, ja, das ist jetzt die Frage, genau. Also im Endeffekt, was mir halt extrem gut gefällt, ist, dass man jetzt wirklich einfach den Punkt hat, okay, Wanda macht eine schwierige Zeit da durch, die dreht ein bisschen am Rad. Und hat diese fiktive Welt erschaffen, um weiter mit Vision zusammen zu sein. Das ist jetzt einfach Fakt. Ja. Das ist keine Idee, fixe Idee mehr. Ja. Und ich kann mir halt dann auch gut vorstellen, dass sie diesen Zeitablauf in dieser Kuppel, nenne ich es mal, selber beeinflusst. Also sie sagt jetzt, welche Zeit wir haben. Weil sie hat ja auch von Schwarz-Weiß auf Farbe als erstes gewechselt. Ja, ja. So, da war ja auch die Drohne, ne? Genau, und wenn der krabbelt da unten rein und kommt dann durch diese Wand, also durch diese Kuppel, was ist das, durch das Kraftfeld und wie sich dann dieser Schutzanzug in diesen Wespenanzug oder Bienenanzug verwandelt. Und in dem Moment, wo er aus dem Gulli rauskommt, er plötzlich nicht mehr Farbe ist, sondern schwarz ist, das ist so gut gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass die das so gut hinkriegen. Das ist ähnlich, der Effekt, der diese Serie bei mir hinterlässt, ist ein ähnlicher Effekt wie bei The Mandalorian. Das ist eine Filmreihe,
Nein, lass es mich erklären. Es ist ein Film. Hörst du mir jetzt mal zu? Weiche von mir, böser Geist. Halt die Klappe und hör mir zu. Es ist. Nein, nur der Effekt. Ich vergleiche die Serien nicht. Es ist aber der Effekt. Du hast Filme, die du geliebt hast, die du toll fandest, die du herbeigefiebert hast. Und du hast dir immer gedacht, ach, wie wollen die denn daraus eine Serie machen? Ay, ob das funktioniert. Und dann kriegst du eine Serie vorgesetzt, die einfach genial ist. Die funktioniert. Und das haben wir bei The Mandalorian gesehen. Und Marvel hat es jetzt nachgemacht. Mit einer wunderbaren WandaVision-Serie. Ich finde diese Effekte, die da passieren, die Bildwechsel, die ganze Geschichte, die Personen, die sie reinziehen, die da wieder mitmachen, finde ich einfach nur richtig gut. Ich singe ein Loblied, ich weiß. Und der Erik hat zu der Folge noch fast nichts gesagt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesagt, noch besser wird. Ich fand das schön, wie die nach dem Schnipsen, wie die wiedergekommen sind. Ja. Ja, nee, ansonsten, ja, überragend. Ich kann es jetzt nicht mit Mandalorian, würde ich es nicht gleichsetzen, weil das sind für mich auch eher so kleine Appetithäppchen, die hier gereicht werden, so mit 20 Minuten und so, hey, ich gebe euch mal wieder ein bisschen Marvel und so und schaut mal und das können wir machen und zack, ist schon wieder zu Ende und so. Während bei Mandalorian, der hat dich halt in jeder Episode irgendwie mit auf eine Reise genommen. Du bist da irgendwo angekommen und dann gab es irgendeine Quest, die er erfüllen musste und dann gab's coole Sachen. Ihr versteht mich falsch. Ich vergleiche nicht diese beiden Serien. Ich sage nur, die haben diesen gleichen Fuck, die haben es hingekriegt Effekt bei mir gemacht. Ja, also, nicht, dass die eine Folge so lang läuft. Ja, und es gibt Filme, auf denen werden Serien gemacht und die Serien sind einfach scheiße. Ja, weil sie einfach langweilig und schlecht inszeniert sind. Und hier haben wir einfach zwei Serien, die nach einer erfolgreichen Filmreihe richtig geil funktionieren. Und der Effekt, den es in mir ausgelöst hat, dass es funktioniert, den habe ich verglichen. Nichts anderes. Apropos, so, Tomb Raider bekommt eine Netflix-Anime-Serie. Ich wollte eigentlich auch noch kurz was zu WandaVision sagen, aber schade, dass das Thema schon rum ist. Schieß los. Sag's. Ich finde, also wie gesagt, die Szene, wo der da reinkrabbelt, finde ich mega cool, einfach umgesetzt. Dann, was ich so beeindruckend finde, das FBI, der vom FBI stellt sich vor eine Wand und schreibt hin, was wir nicht wissen. So, why hexagonal shape? Why Stitcom? Why same time and space? Is Vision alive? So, ja. Wie passt das zusammen? Das sind so Fragen. Und dann eine Frage, die ich mich auch noch stelle. Wer ist dafür verantwortlich, dass draußen ein Fernsehbild ankommt? Und warum ist das, was dort im Fernsehen zu sehen ist, anders als das, was wir schon in Folge 1 und 2, wo wir alle gedacht haben, was soll denn der Scheiß, was wir da zu sehen bekommen haben? Das ist, glaube ich, alles Wanda. Ja, natürlich ist es. Ja. Nein, ich glaube, das ist so ein innerer kleiner Hilferuf. So von wegen, eigentlich will ich das ja gar nicht machen, deswegen sende ich das Signal nach draußen, dass es jemand empfangen kann. So ein mini kleiner Hilferuf ihrer eigenen Seele. Vielleicht ist es aber auch Vision. Also, der ist ja tot, das wissen wir ja. Also, das war übrigens eine hammergeile Szene. Szene, wie Vision ins Haus reinkommt, Wanda sich umdreht und er und sie ihn als toten Vision sieht. Oh mein Gott, ich habe richtig zusammengezuckt, das war so gut. Keine Ahnung, wir werden es noch rausfinden, denke ich, Chris. Wir werden das, glaube ich, noch rausfinden. Ja, natürlich. Ich hoffe sehr, dass wir das rausfinden. Ich glaube, nächste Woche, wenn ich das so richtig sehe, bei IMDb, da ist sind immer schon so Episodenbilder, so ein Foto aus der Episode. Episode 5 sieht für mich stark nach den 80ern aus. Da ist so eine mit Aerobic-Klamotten und hier ist Stirnband und so. Episode 6, weiß ich, da hat sie so ein Kostüm. Da kommt ja auch immer jede Woche kurz vor Release der Folge so ein kleiner Mini-Trailer zur Folge. Auf den freue ich mich immer schon. Mhm. Weil der so einen kurzen Ausblick gibt. Das ist wie so ein und nächste Woche bei WandaVision. So, das finde ich halt, das ist halt auch so gut gemacht, dass die halt immer so einen Mini-Trailer raushauen noch vorher. Was ich auch schön fand, war die Szene, wo dann in Anführungszeichen die Spezialeinheit dorthin fährt und Kat Dennings dann so rumfragt, und was machst du so? Ja, das war für mich so ein Marvel-Moment, so irgendwie so dieses. Das war absoluter Marvel-Moment. Ja.
definitiv. Ja, aber ich finde es auch schön, dass man Kat Dennings wieder aufgenommen hat in ihre Rolle und dass sie Astrophysik studiert hat, weil sie war ja quasi nur so ein Helfershelfer. Am Anfang bei Thor. So ja, ich halte die Kamera und was soll ich dir geben? Ich blick's doch alles nicht. So, dass sie die letzten drei Jahre vom Blub, Blip, Blip, nennen die das Blip, genutzt hat, ja, und tatsächlich Astrophysik studiert hat. Das fand ich echt cool. Also lassen wir uns überraschen, was da noch so kommt bei WandaVision auf Disney Plus. Yay. Und jetzt werde ich mal wieder rübergehen ins nicht spoilerbehaftete Programm. Achtung, Spoilerwarnung. So, du hast noch was geschaut, sehe ich hier. Ja, genau. Ich habe einen Rewatch gemacht von den ersten 4 Staffeln von Eureka. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Kenne ich. Kennst du. Also kurz für die, die es nicht kennen, es ist eine relativ alte Serie. Es geht um eine Stadt, die heißt Eureka. Und in der leben ganz viele Erfinder, also auch von die dem Staat angestellt sind und der Stadt Eureka eben, und die machen lustige Erfindungen. Da gibt es so ein großes Gebäude, das nennt sich GD, also Global Dynamics. Und da sind Forscher, die arbeiten da und die erfinden die verrücktesten Sachen, also Waffentechnik, aber auch so Alltagshilfen. Und ein US-Marshal und seine Tochter verirren sich irgendwie in diese Stadt und haben einen Motorschaden oder Autos halt kaputt und müssen dann dort bleiben und sind aber eigentlich so totale Normalos. Und dass Eureka existiert, ist zwar bekannt, aber so was da so passiert und Global Dynamics selber wird quasi auch versteckt, also dass man das von außen gar nicht so sieht, ja. Und der wird dann quasi da reingeworfen und wie und wo und was, sage ich jetzt nicht, aber er wird im Endeffekt dann vom Marshall Service versetzt, ist eigentlich eine Beförderung, und wird Sheriff von Eureka. Und wenn Forscher da rumforschen, dann geht halt auch einiges schief und dann passieren halt die verrücktesten Dinge in der Stadt. Und er muss dann immer mit den Forschern von JGD rausfinden, was passiert ist und wie man das jetzt rückgängig macht. Und ich muss sagen, die ersten 3 Staffeln liebe ich. Ich finde sie total charmant, lustig gemacht. Es gibt auch so rote Fäden, die sich dann durch die ganzen Episoden ziehen. Manchmal verschwinden irgendwie Leute, die sind weg und dann 2 Staffeln später sind sie wieder da, wird gar nicht erklärt, wo sie hin sind. Also ein bisschen Plotholes gibt es durchaus, aber grundsätzlich hat die Serie ziemlich viel Charme. Ab der 4. Staffel wird sie ein bisschen freaky. Deswegen habe ich mir die 5. Staffel schon gar nicht mehr geholt, weil, ich sage nur Zeitreise und Projekt ins Weltall zu fliegen. Und kommt mir alles ein bisschen arg blöd vor, weil ich finde immer, alles, was so mit Weltraummissionen und so zu tun hat, muss einfach mit der NASA zusammenhängen, meiner Meinung nach, in den USA. SpaceX, sage ich nur. Ja, und die machen da jetzt halt ihr eigenes Ding und das hat mich dann irgendwann nicht mehr abgeholt. Also die 4. Staffel habe ich noch zu Ende geguckt, aber eher so mit nicht mehr so viel Begeisterung wie die ersten 3 Staffeln. Aber die ersten 3 sind einfach lustig. Kann man absolut angucken. Aktuell läuft es, glaube ich, auf Kabel 1. Kann man es anschauen. Da habe ich es auch wieder entdeckt und habe dann gesagt, ach komm, die 5 € pro Staffel bei Amazon kannst du dir leisten. Und habe mir die ersten 4 Staffeln gekauft. Weil ich tatsächlich die ersten 3 Staffeln habe ich bestimmt schon 3-mal gesehen oder so. Und wenn ich mir eine Serie kaufe, dann ist es ja meistens eine Serie, die ich mehr als einmal gucke. Deswegen meine Empfehlung, Eureka. Ich habe damals, glaube ich, die erste Staffel ein bisschen geguckt. Aber das war damals so eine Phase, da gab es halt einfach wesentlich bessere Serien. Da gab's, ja, klar. Da lief Lost, da lief 24, da lief dies und das und jenes. Und da ist die bei mir irgendwie total untergegangen. Von der Art her fand ich das auch nicht so, dass mich das wesentlich gecatcht hätte. Aber ich habe jetzt gerade geschaut, ob es das mal irgendwo zum Stream gibt. Ich glaube, wenn es das irgendwo mal bei Netflix oder bei Amazon Prime mal komplett verfügbar ist, als Gratis-Inhalt, dann würde ich, glaube ich, da nochmal eine Chance geben. Aber es gibt es momentan nirgendwo, also nur zum Kaufen. Ja. Deswegen, ja, vielleicht irgendwann mal, aber ja, hat mich damals nicht so richtig mitgenommen. Okay, schon. Dann sind wir schon durch bei den Serien, sehe ich hier. Dann
begeben uns mal in den Ohrensessel zur Rätselecke. Rätselecke. Ich bin ja heute dran mit einem Rätsel. Harry Potter! Nein. ihr könnt euch aussuchen, möchtet ihr ein Filmrätsel haben über amerikanische Filme und Oscars oder ein sehr nettes Rätsel über Kai Pflaume? Nein, kein Kai Pflaume, ich mag keinen Kai Pflaume. Was? Wir sind ein Filmpodcast, also lass uns über Kai Pflaume. Das wäre ein cooles Rätsel gewesen, na gut, dann nicht. Also die Frage heute lautet: Was war einer der wichtigsten Gründe dafür, weshalb die Academy, die Oscar Academy, ne, die Anzahl der Nominierten für den besten Film von 5 auf 10 erhöht hat? Weil es einfach zu viele gute Filme gab? Na, ich brauch's schon ein bisschen genauer. Wahrscheinlich damit es gezielter auch wirklich ausgewählt werden kann von verschiedenen Leuten, damit es ein eindeutigeres Votum gibt. Nein. Damit mehr unterschiedliche Filme, also auch nicht, also meistens sind es ja, vor 2 Jahren hieß es doch, die Oscars wären zu weiß gewesen. Die Oscars danach waren dann komplett schwarz, meiner Meinung nach. Und vielleicht hatte man das damals geändert, um eben mehr Vielfalt in die Filme zu nehmen, um sie dann auszuwählen. Nein. Du warst vorhin schon mal näher dran, muss ich sagen, bei deinem ersten. Okay. Vielleicht war das ein Jahr, wo extrem viele Filme auf einmal produziert wurden und somit auch viel, viel mehr Filme auf den Markt geschmissen wurden und somit auch mehr Filme mehr Potenzial hatten, einen Oscar zu gewinnen. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben so viele Filme dieses Jahr, die produziert wurden und auf den Markt kamen, wir machen jetzt 10 statt 5 in die Auswahl. Nee, aber das würde ja heißen, dass dann die Oscars jetzt, die nächsten dann, dass die weniger haben. Weil es nein, gibt das ja hat man halt einfach gemacht. Ja, weil es gab ja irgendwann einen Punkt, wo Filme viel, viel interessanter wurden für die Menschheit. Ja, wo Kinos viel populärer wurden, wo wann, nicht... Von wann denkst du denn, wann das war, die Erhöhung von 5 auf 10? Weiß ich nicht. Irgendwo vor 10 Jahren vielleicht. Das ist sogar prinzipiell richtig. Das war 2009, aber das klingt ja bei dir so, als wäre das historisch irgendwo... Also 2009 gab es... Marktwirtschaftlich argumentiert. Ich sag mal so, 2009 gab es 5 und 2010 gab es dann 10. Ich würde da gerne marktwirtschaftlich argumentieren. Ja, darauf wollte ich doch hinaus. Mehr Angebot, mehr Nachfrage. Also mehr Filme, mehr Interesse oder sowas. Nee. Das ist nicht der Punkt. Ja, aber meine erste Aussage war ja, weil es einfach zu viele gute Filme gab. Richtig. Da habe ich ja gesagt, da bist du schon ganz nah dran. Bei, ja, eben. Mit allen anderen Sachen habt ihr euch wieder weiter entfernt davon. Also 2009 gab es 5 und 2010 gab es dann die 10 Nominierten. Was könnte also 2009 dazu geführt haben, dass man gesagt hat, okay, also 2010 müssen wir 5 mehr nehmen? Dass 2009 sehr, sehr viele Filme produziert wurden, die sehr, sehr gut waren. Nee. Und vielleicht hat es tatsächlich was mit dem Jahreswechsel zu tun, dass man gesagt hat, okay, wir hatten... War das vielleicht früher auch schon mal mehr wie 5? Nee, ich glaube nicht. In anderen Kategorien sind es ja immer noch 5. Man hat nur den besten Film von 5 auf 10 erhöht. Weil es zu viele gute Filme gab. Ja, da bist du ganz nah dran. Ja, aber was willst du denn noch hören? Warum es zu viele gute Filme gab, oder was? Nee. Hat es vielleicht damit zu tun, dass die Anzahl der Juroren sich geändert hat? Nein. Näher dich doch mal bei dem Thema gute Filme. Was war denn 2009? Da gab es 5 Nominierte. Kriegst du da noch irgendwas zusammen, was da nominiert war? Nee, gut. Nee. Aber was könnte hat es damit zu tun? Was könnte denn für eine Diskussion ausgelöst worden sein, dass man gesagt hat, okay, also 5 reichen jetzt hier nicht mehr, wie wir jetzt hier hatten? Wahrscheinlich war es immer die gleiche Richtung von Filmen, oder? Nee. Da, also ich, die Qualität hat sich verändert. Okay, ich helfe mal. Ich
2009 war für den besten Film nominiert Slumdog Millionaire, hat auch gewonnen. Frost Nixon, Milk, Benjamin Button und Der Vorleser. Das waren alles US-amerikanische Filme. Aber das ist ja. Die sind ja sowieso. Die anderen sind ja. Movie immer sind. So, meistens. Genau. Es waren alles, weiß ich nicht. Es hat was mit einem Superheldenfilm zu tun. Das war schon sehr gut geholfen. Okay, dann hat es irgendwas, weil das war die Zeit von Batman, oder? Ja. Auch. Man hat es gemacht, um das Genre zu erweitern. Nein. Damit. Wahrscheinlich hat man gedacht, dass wenn da jetzt noch mehr solche Filme, solche Superheldenfilme kommen, dass die eh immer gewinnen werden. Nee. Das ist nicht einfach. Also was? Die Macher der Superheldenfilme haben sich aufgeregt. Warte mal, du warst doch jetzt mit Batman. Du hast doch schon mal Batman in den Ring geworfen. Was war denn mit Batman? Ja. Welcher Batman? Batman war nicht. Von was redet man überhaupt? Batman, The Dark Knight. The Dark Knight. Okay, sind wir doch schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und was war mit dem? Der lief ja in dem Jahr, offensichtlich. Und er war nicht nominiert. Offensichtlich nicht, weil es war Slumdog Millionaire, Frost Nixon, Milk, Benjamin Button und Der Vorleser. Und er war nicht nominiert, weil er ein Superheldenfilm war. Nö. Deswegen weil er kein nee, es kann, ich muss gerade sagen, auf wahren Begebenheiten kann nicht sein, weil Benjamin Button ist nicht auf wahren Begebenheiten. Na gut, ich lasse, bringt jetzt glaube ich nichts mehr. Ich lasse es mal gelten mit Batman an sich und ich löse es mal auf, weil ich glaube, jetzt kommt ja nicht mehr. Batman. Ja, mit Dark Knight. Also, es waren einfach zu viele sehr erfolgreiche Filme, die keinen Platz in den Nominierungen gefunden haben, weil die anderen auch qualitätsmäßig sehr gut waren, wie Slumdog Millionaire, ja, Frost Nixon, Milk. Doch gesagt, es gab Benjamin, so viele gute Filme. Ja, aber es ging mir wirklich ganz konkret, wurde gesagt, okay, The Dark Knight hat alles abgeräumt, was es ging, war an den Kinokassen immer Platz 1 die ganze Zeit und der ist auch gut, aber jetzt nicht so gut wie jetzt zum Beispiel ein, was weiß ich, ein Slumdog Millionaire. Frost Nixon oder sowas, ja. Mhm. Und der hätte da auf jeden Fall mit nominiert werden müssen, zumal auch die, natürlich das Zuschauerinteresse an Dark Knight größer war und der zweite Film, um den es ging, war Wall-E. Der wurde auch, der hatte auch ein wahnsinnig hohes Einspielergebnis und der ist auch nicht in den Top 5 aufgetaucht. Und da hatte man gesagt, okay, um eben solche Filme, die ein sehr großes Publikumsinteresse gezeigt haben in dem Jahr, auch irgendwo damit wiederzufinden, erhöht man jetzt einfach mal von 5 auf 10. Und im nächsten Jahr war dann zum Beispiel The Hurt Locker, Serious Man, übrigens Hurt Locker war in der Sneak in Stuttgart, An Education, Avatar als einer der Big-Budget Kinokassenerfolge, Blindside, District 9. Blindside, toller Film. Inglourious Basterds, Kinokassenerfolg. Oben, Precious und Up in the Air nominiert. Ja. Okay. Genau, also um eben diese, ja, weil natürlich das Publikumsinteresse am Oscar auch ein Stück zurückgegangen ist, weil die Leute, die sind ins Kino gerannt, haben sich Filme angeguckt und die sind nicht nominiert worden dann. Das war. Und ich habe gesagt, mehr Filme, mehr Interesse. Ja, es ist schwer. Er wollte auf The Dark Knight raus. Also, es war das Entscheidende, war der Punkt The Dark Knight. Bei The Dark Knight. Chris und ich. Weil The Dark Knight war. Chris und ich müssen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer gewonnen hat. Weil, ja, es war eigentlich Dark Knight. Nein, der Chris. Es war bei Dark Knight, weil der Dark Knight ist ja in etlichen anderen Kategorien nominiert. Zum Beispiel Heath Ledger hat ja posthum den Oscar gewonnen und so weiter, ne? Und da war aber kein Platz mehr in den Top 5 für die Nominierung. Und da hatte man gesagt, okay, wir müssen das aufstocken. Ihr wolltet ja nicht das Kai-Pflaum-Rätsel, bitte? Ja, dann macht doch das noch. Wollt ihr es wenigstens noch hören? Ist dann die Entscheidung. Ja. Was war der erste Auftritt von Kai-Pflaum im Fernsehen? Das mit Rudi Carrell da, dieses Herzblatt. Okay, bitte, stellen Sie sich vor. Mein Name ist Kai Pflaume, ich komme aus Frankfurt, bin 24 Jahre alt und von Beruf Wertpapierkaufmann. In euer was Gesicht. Erdpapierkaufmann, was ist denn ein Erdpapierkaufmann? Haben Sie Witze gemacht darüber? Ach, irgendwann lernt man damit zu leben, aber schon mein Großvater hat gesagt, geben Sie sich keine Mühe, es gibt keinen Witz, der über diesen Namen noch nicht gemacht wurde. Ja, genau. Ey, also,
Chris, jetzt hast du ja doch gewonnen, siehst du? Hast du sogar das Bonusrätsel richtig beantwortet. Aber wie? Ja, super, ne? Das wusstest du, oder? Ja, das wusste ich tatsächlich. Ja, cool. Nee, das wusste ich tatsächlich. Ich habe es das letztens irgendwo gehört, dachte ich, ach, das ist ja cool. Und dann habe ich auf YouTube zufällig den Ausschnitt gefunden, da habe ich gedacht, ich muss das mal. Na gut, das war's in der Rätselecke. Dann gehen wir gleich rüber in die Musikecke und werfen mal unseren Ghetto Blaster an. Music. Kate, was hast du drauf? Ich habe einen Song drauf, nachdem der Chris mir meinen Song geklaut hat, aber ich gönne es ihm. Ich habe ausgesucht von My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Und Chris, was hast du geklaut? Ja, ich habe dann wahrscheinlich den neuen Jupiter Jones Song geklaut. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt und jetzt ist es da und ich finde ihn einfach sehr cool. Jupiter Jones mit Überall waren Schatten und ich bin sehr froh, dass sie wieder da sind. Ist das nicht von Juliane Werding, Nacht voll Schatten? Das Mike Oldfield Remake. Ja, genau. Ja. Mhm. Okay. Ja, nein. Und ich habe einmal die... Moonlight Shadow, ich glaube, die geht so gut. Hey. One Night in Miami habe ich den Song aus dem Trailer von dem Film Miami Vice, nämlich von Jay-Z und Linkin Park, Numb and Core, diesen Mashup, habe ich mal drauf gepackt. Okay, dann sind wir ja schon soweit durch für heute. Gibt es noch was Neues? Neuen Eishockey-Podcast eventuell? Nein. Vielleicht. Vielleicht. Sagen wir nicht. Wenn es Netz tut. Ja, mal gespannt. Jetzt genau. Hat gehalten jetzt. Jo, ansonsten, ja, viel Spaß. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Bis nächste Woche, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr beide, euch beiden, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.